Oi, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir sind hier live am Chongs Turnier, CCG, CTS. Wir haben hier Top 8, ist auch rausgeflogen, den Simon, oder? Von Alpha's Team, LCG. Er hat gegen Bagish Vorrunde verloren, aber hat es trotzdem noch in die Tops geschafft. Was hast du gespielt? Picky Fire. Okay. Standard-Build, aber. Gegen was hast du verloren, Tops? Gegen Blue Eyes. Zweimal Nuts. Anton, ja, ja. Mir hat einfach einmal den BR gefehlt für den Vanity Fiend, so er hatte keine Auge, aber ich hatte keine Auge. Alles klar, sag mal, ja. Drei Tower Top, Targeton, sehr gute Karte, bessere Tourguide. Dann 5 PKs. Okay. Ich habe zuerst 2 Cloaks und 1 gespielt, aber ich wollte irgendwie noch Platz schaffen für Gemisel und da musste ich irgendwie noch Platz machen. Aber es war gut so, ich würde es auch nicht anders spielen. So, dann BAs, 3 Fafa. Würde ich immer noch 3 spielen, ist immer noch sehr gute Karte. 3 Scar, Seer, Ali, Baba. Den Rubik, den würde ich wahrscheinlich nicht mehr spielen. Der hat mich überhaupt nicht überzeugt. Der war irgendwie nicht, einfach nicht gut. Alich, Tourguide. Und dann noch 2 Max C und 2 Gemisse. Die Karte war so gut, der hat viele Spiele gewonnen. Werde ich auf keinen Fall quitten aus dem Main, also es ist wirklich richtig gut. Sind 27 Monster, dann 6 Bells, 3 Allure, 2 Twin Twister in Foolish. Den Pot, den neuen empfehle ich jetzt nicht mehr so gut, weil du hast nur noch ein Zier und das Zier ist halt wirklich wichtig, so wenn du gewinnen willst, dann brauchst du den Zier. Und dann noch 7 Traps, ja, 3 Fogblades und so eine Brigade. Ja. Ja, beste halt. Extra Deck, 3 Dante, dann eine Beatrice, klar, 2 Rexford, muss man 2 spielen. Ja, nur ein Levi, ich wollte 2 spielen, wollte aber noch den Engineer spielen, der auch sehr, sehr gut war, weil wenn der Gegner einfach Blossom macht, so, dann kannst du eigentlich nur noch gewinnen, indem du den welche Equip hinstellst, eine Runde campst und dann nächste Runde noch einen Dreier hinstellst, damit irgendwie mit F-Zero ein bisschen Spaß machst. Der Grand Pulse, Nightmare Shark, F-Zero, Rebellion, Pilgrim, Virgil und einmal den Verblossom. Würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. Also okay. Entweder Side oder gar nicht. Drei Vanity Fiends, sehr, sehr gute Karte. Eine der besten Boardkarten. Ich weiß nicht, viele Decks haben Autos gegen die Karte. Zum Beispiel Mirage ist sehr gut, aber es geht wegen der Fogblade. Du heißt Auto-Win, wenn du kein Auto hast. Kosmo sowieso. Nur 2 Blossoms, ich habe keine dritte bekommen, aber ich habe die eigentlich nur 2-mal gewordet heute. Ja. 2 Wähler, ja, für Mona. 2 Flying Sea, die kam gut gegen Pendel. Dritte Twin Twister, Reggae Keyhole, die waren sehr gut, wenn ich wusste, ich muss Second gegen den Pendel, muss man die spielen. Und dann noch 3 Artis Bad Riddles. Oh, dann noch. Ja. Noch ein Shoutout an mein Team, Alpha Ikan, genau, der war hier auf und nein. Glückwunsch und leider nicht. Danke. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.